Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Check vom E9000, also zum ersten Teil. Ich muss es natürlich noch mit Kollegen. Ich habe jetzt heute erstmal wieder ein bisschen Stimme gekriegt. Gott sei Dank konnte ich das gleich testen. Ich muss es mit Kollegen noch an der Konsole testen. Das kann ich aber halt so im Spiel nicht nutzen, weil dafür ist der Kabel zu kurz. Meine Konsole steht da hinten. Ja, also ich werde es dann halt aber trotzdem nochmal testen, werde dann nochmal ein Fazitvideo darüber machen, wenn es sich lohnt. Aber ich denke mal, ob ich es hier anschließe oder an der PlayStation, nimmt sich nicht viel, sind meine Erfahrungen. Aber ich werde es trotzdem noch testen. Das ist das E1000. Das ist auch schön beleuchtet. Wir machen es mal in den USB rein. Dann könnt ihr das auch sehen. Falsche USB, Moment. Bei irgendwie komischerweise geht der eine USB an meiner Frontseite nicht. So sieht's aus. Beleuchtet. Ich habe auch noch nichts rausgefunden, dass man das hier irgendwie einstellen kann oder so. Wir haben am Bedienteil haben wir dann hier einmal, dass wir hier das Mikrofon stumm schalten können und laut und leise. Warum nehme ich das überhaupt jetzt so auf? Ja, weil wir hören uns gleich die Mikrofonteste an. Ich habe nämlich ein paar Mikrofontests, Versuche damit gemacht. Und werde auch gleich noch was dazu sagen. So, dann legen wir das mal kurz weg. Ich habe nämlich einmal am Front-USB von meinem PC das getestet und einmal über die. Ich muss nur gucken, dass ich hier nicht runterreiße. Ich greife schon wieder runter. Über den Controllerhalter von EKSA. Ich sag's immer wieder falsch. Ey. Um zu hören, ob da irgendwie Unterschiede sind. Ich werde euch das mal kurz zeigen. So, auf. PlayStation-Aufnahme. Beenden. So, das ist nämlich die Software, die ihr bei dem Headset-Halter mit beikriegt. Die könnt ihr euch auch runterladen. Ich werde es auch verlinken. Die müsste eigentlich für das USB-Headset auch funktionieren. Das habe ich jetzt noch nicht versucht. Ich habe jetzt erstmal nur rein alle Standardeinstellungen. Ich habe nichts verändert. So, Ja. jetzt haben wir die Frontseite vom PC. Da habe ich jetzt mehrere USB. Und da habe ich es jetzt dran. Ne? Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Und jetzt machen wir dann noch ein bisschen Schweigen. Müssen wir jetzt. Also ich habe beim Schweigen, ich habe nichts gehört. Aber das ist ein Grund, warum ich auch mit Camtasia aufnehme. Ich sehe den Soundbalken und ich sehe den Soundbalken, wie er sich bewegt. Und er hat sich in dieser in den Schweigesekunden bewegt. Werde das nochmal machen, damit ihr das seht. So, hier ist der Lautstärkebalken für das, was wir uns anhören. Mach nochmal zurück. Und jetzt machen wir dann noch ein bisschen Schweigen. Da seht ihr das. Da bewegt sich ein bisschen was. Ich selber höre jetzt nichts. Vielleicht hört ihr was. Müssen wir Aber jetzt auch ich wieder behindern? persönlich höre nichts. Ich habe keine Audioverbesserung drin. Ich habe keine Audioerhöhung drin. Ich habe keinen Mikrofonboost drin. Nichts. Also nur Standard. 20 Sekunden sein. Ich habe keinerlei Verbesserung vorgenommen. Natürlich kann man das Mikrofon noch verbessern mit Einstellungen. Man kann am PC Einstellungen vornehmen, alles Ja, drum und so, dran. jetzt machen wir. So, Ach jetzt Quatsch, das sind ist das Falsche. wir Stopp. Stopp. Das ist anders. Wir brauchen das hier. Headset-Halter. so. Jetzt habe ich das USB mal an die
an den Headset-Halter von EKSA gemacht, an den Front-USB Hört sich davon. gut an. Ich habe nichts Aber eingestellt im ich finde Windows. es Ich lauter, habe oder? kein AGC an, gar nichts. Rein, nur anschließen. Und das werden wir jetzt mal testen. Ich mache auch dann noch kurz eine Schweigepause, damit wir auch das Schweigen hören. Aber fangen wir erstmal an. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, jetzt werde ich eine kurze Pause machen, damit wir das Rauschen vom Mikrofon beobachten können oder hören können, ob das großartig schlimm oder nicht schlimm ist. So, müssten jetzt Also ist ungefähr auf jeden Fall alle was wieder da. sein. Ich habe extra die Luft angehalten, Aber damit ich ich habe das nicht irgendwie das verfälsche oder so. Gefühl, dass das lauter ist. So, jetzt haben wir die Also Frontseite ich vom krieg's jetzt nicht PC. mit, hört sich Habe genauso ich jetzt laut mehrere an, aber der USB. Pegel. Und da habe ich jetzt dran, ne? Esel fressen Nesseln nicht. Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Ist Eckstein. ein bisschen Alles muss drunter. versteckt sein. Und jetzt machen wir dann noch ein bisschen Schweigen. Müsste jetzt auch wieder bei 29 Sekunden sein. Ich habe. So. Jetzt habe ich das USB mal an den Headset-Halter von EKSA gemacht, an Also ich den habe einen höheren Front-USB davon. Ausschlag. Ich Ich selber habe höre nichts nichts, eingestellt dass es lauter im ist. Windows. Ich habe kein AGC an, gar nichts. Rein, nur anschließen. Also ich selber höre es nicht. Sehr kurios. Aber der Klang, ich hoffe, ihr habt es gehört, der ist sehr gut. Also für die Preisspanne von dem Headset ist es wirklich Knorke. Das kostet jetzt gerade was. Von 50, 86 auf der Webseite runtergesetzt auf 27,24 und bei Amazon gucke ich mal da noch nach für euch schnell. Da haben sie es jetzt auch drinne für 27,19 und 2 € Coupon wird an der Kasse abgezogen. Also ihr kriegt nochmal 2 € Rabatt. Wird an der Kasse abgezogen. Wie lange das geht? Achso, gültig bis Sonntag, 3. April. Na, ja, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe. Aber so eine Coupons gibt es öfters. Also da braucht da. Waren Sie 10% beim Kauf von E1000? Kaufen? Und was? Waren Sie 10% beim Kaufen? 10% auf W1-Ständer. Wenn Sie ein oder mehrere aus dem Angebot. Ah, okay. Also wenn man, also ist jetzt hier noch ein 10% Gutschein drin bei Amazon. Wenn man das Headset kauft und das W1, das ist der, ach so, das ist der Headset-Halter, den ich habe. Dann bekommt man 10% Rabatt aufs Handy, auf das Quatsch, auf das Headset und 10% auf den Headset-Halter. Der sieht wirklich cool aus. Ihr habt vorne, ich habe ein Video dazu gemacht, ihr habt vorne ein USB, oben ein USB, zweimal Klinke also einmal für Kopfhörer, einmal für Mikrofon und dritten Klinke noch für wo Mikrofon und Kopfhörer zusammen ist. Ja. So. Ist ein sehr schönes Headset. Mit dem bunten, das gefällt mir jetzt nicht so, dass man das nicht einstellen kann. Also für mich passt das hier eigentlich, aber ich habe die Headsets eigentlich immer in irgendeiner Farbe, im meisten sind blau. Passt halt für den PlayStation ganz gut. Ich finde auch, das was hier so mit den Schrauben imitiert, also mit dem Metall, also das ist Plastik, aber das aussieht wie beschichtetes Metall, finde ich optisch sehr schön. Ja, das finde ich natürlich auch schön, dass man da dann ein bisschen, weil ihr wisst, wie das ist, dann gehen ja auch mal schnell kaputt. Die sind auch schön. Ja, also es geht wirklich nicht leicht zusammen.
was sehr gut ist, weil sonst, wenn man es aufsetzt und zack, bumm, ist es zusammen und dann muss man wieder einzeln ziehen, finde ich scheiße. Das ist hier nicht, ist hier schön fest. Ja? Also am besten wirklich langsam rausziehen. Na komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das hakt doch richtig, denn also da seid ihr auf der richtigen Seite, da braucht ihr keine Angst haben. Der USB ist so lang. Der hat auch, der ist auch aus Metall. Der Kabel ist gesleeved. Das habe ich euch ja schon gesagt. Ihr kriegt auch eine Tasche dazu. Das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Ich packe das jetzt hier nochmal schnell ein, dass ich es nicht vergesse. Und dass es hier nicht rumfliegt, alles so. Ja, das ist halt toll, dass das mit bei ist. Welche Richtung ihr macht, Eckbottel? So. Ist auch ein Sleeve-Kabel. Das Band ist auch automatisch mit bei. Ich hatte es ja im Unboxing schon gezeigt. Eine Anleitung ist natürlich noch mit bei. Und meistens eine Tasche, wo man das Headset dann drin machen kann, damit das halt nicht dreckig wird. Ja, dass der Kabel sicher von Katzen ist, wirkt das bei mir ganz gut. Ja. Oder wenn man irgendwo hin muss oder zum Freund will und das mitnehmen will zum Zocken, da ist es sicher aufbewahrt. Da kann nichts passieren. So. Also an sich ein schönes Headset. Mikrofon, ja, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also, ich habe jetzt nichts gehört. Wir haben aber einen Ausschlag gesehen. Also, es wird wieder ein geringes Eigenrauschen haben. Persönlich habe ich es nicht festgestellt. Es kann sein, dass es dann auf den Konsolen vielleicht ein bisschen mehr kommt. Das ist jetzt nur für die PlayStation. Das werde ich dann auch noch demnächst testen. Vielleicht hilft der Rudi mir dann wieder. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.